Erinnerst du dich noch an unsere Kinderzeit mit dem Kobold Pumuckl? Da war doch mal der Meister Eder mit dem Pumuckl in so einem Streichelzoo. Und da hat der Pumuckl den Meister Eder gefragt, so was haben die eigentlich diese kleinen Hörnchen da oben drauf? Und dann sagt der, ja, das weiß ich auch nicht, vielleicht zu kämpfen. Und dann sagt der Pumuckl, ah nee, die haben die bestimmt, damit ich mich daran einhalten kann. Also, du könntest sie hier auf deine Kinder reifen lassen zum Beispiel. Jetzt mal ein bisschen verdünner. Gibt es immer nur so ein ganz bisschen, brauchst nicht viel. So wie bei einem Pferd, ja? Ja. Ja, ja, ja. Ui, die sind ja echt ganz weich. Das ist Wassertasche. Jetzt mach doch mal ein Bild in der Zahl. Du bist ja der große Fotomann. Wieso? Ich muss doch gar nicht, ich muss doch filmen. Der filmt doch, oder nicht? Ja. Du hast, du musst auch mal ein bisschen. Ach so, du musst nicht so viel nehmen. Nimm mal so ein bisschen. Tu dir was in die Tasche. Jetzt guck mal. Wenn es nicht kommt, guck mal, da musst du. Geh mal hin. Können die Kleinen auch schon hart machen? Die nehmen meistens noch nichts. Die sind noch zu scheu. Oh, jetzt aber. Hallo. Komm hier. Komm mal hin. Jetzt kommt es. Pass auf. Wer ist es?
Hast du die Kamera überhaupt drauf? Ach so. Oh, was ist denn immer noch was? Hast du noch ein bisschen? So, jetzt oder nie? Ja, jetzt habe ich es. Hallo. Ja. Ja. Nein. Nein. Kennt mich mehr. Kennt mich mehr. Alles, alle. Dann machen wir Stopp. Ja, mach. So, Ui. Komm. Ist das niedlich? Schönes Hobby hast du da. Ich komme öfter mal in nächster Zeit. Von mir können wir jetzt mal so. Was denn?